Was heißt internes Kontrollsystem bei der Agravis? Damit wir ein internes Kontrollsystem haben, das sauber läuft, brauchen wir einfach ganz, ganz saubere Daten. Wenn wir über MM-Rechnung reden, dann ist es sicherlich, dass wir saubere Artikeldaten, Preise und Kreditorendaten brauchen, einfach um eine Rechnung konform durch die Systeme durchzubringen. Das nächste, was wir brauchen, sind saubere Prozesse. Also wir sind ein SAP Fullliner, das heißt, wir haben unsere Warenbuchhaltung als auch unsere Finanzbuchhaltung im SAP-System und dort sind uns schon gewisse Restriktionen vorgegeben. Das heißt, wir erwarten eine Bestellung, wir erwarten eine Lieferung, wir erwarten, dass die Bestellnummer auf der Rechnung ist, damit wir sie dann zusortieren können und letzten Endes dann auch noch via eines Workflows dann buchen können. Was wir intern haben, ist ein Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, jede Rechnung, die durch die Agravis läuft, muss ein Vier-Augen-Prinzip durchlaufen. Das heißt, mindestens zwei unterschiedliche Menschen müssen auf das System gucken. Das heißt jetzt nicht immer unbedingt, dass zwei Menschen wirklich drauf gucken müssen, sondern der Prozess muss so gestaltet sein, dass möglichst vorne viel, viel richtig läuft, dass wir hinten nicht mehr nacharbeiten müssen. Das heißt, das ist dann für uns dieses interne Kontrollsystem, dass wir es durchlaufen lassen können. Und wir sagen immer, jede Rechnung soll eine Bestellnummer haben, damit wir sie verbuchen können. Und mit der Bestellnummer haben wir halt immer die Chancen rauszufinden, wo denn die Rechnung hinlaufen muss. Was wir dann auch immer wieder gelernt haben bei der Agravis ist, sind die Prozesse klar. Das heißt, jeder, der an dieser Prozesskette beteiligt ist, weiß der, an welcher Stelle er ist und was er tun muss, wenn es Abweichungen gibt. Das ist immer das A und O. Also miteinander sprechen oder wie es dann einmal heißt, Mensch, Technik und Compliance müssen halt miteinander in Einklang gehen. Und dann kriegt man auch sehr, sehr gute Prozesse hin. Wohlwissend, die Wirklichkeit sieht immer ein bisschen anders aus und es wird immer Prozesse geben und Vorgänge geben. Da muss einfach ein Mensch arbeiten, weil die kriegt man automatisiert einfach nicht durch.